Bei den jungen Blackies von Sturm Graz 2 hängt der Haussegen nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie etwas schief. In Runde 8 von Liga 2 soll gegen die Admira die Kehrtwende heute gelingen. Die Südstädter wollen aber auf der anderen Seite selbst wieder auf die Siegerstraße nach der Niederlage gegen Vorwärts Steyr vergangene Woche. Das Spiel braucht dann bis in die 15. Minute für seine erste halbwegs Chance. Freistoß von Puchecker, der scheitert aber an einem Grazer Kopf. Danach braucht es bis in die 21. Minute wieder ein Freistoß, diesmal für die Grazer. Moritz Wels scheitert dann noch. Dann die Ablage auf Jonas Kahner, aber hier das Zielfernrohr noch nicht richtig justiert. Verhaltener Start beider Mannschaften, aber danach sollte sich das schleunigst ändern. Denn keine 3 Minuten später die nächste Aktion. Ballverlust für Sturm Graz und dann geht's mal schnell über Raphael Galle. Der sieht den einlaufenden Krinzer, das war kein Abseits. Der nochmal mit dem Ball in die Mitte und das 1:0 für die Hausherren. Premierentreffer für Jakob Franziska. Und das richtig gut herausgespielt von seinem Teamkollegen Krinzer. Keine Chance für Giuliani im Tor der Grazer. Aber ganz zur Freude von Admira-Coach Roberto Petzold. Danach brauchten die Grazer bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit, um sich selbst zu fangen. Minute 43 und der 1:1 Ausgleich durch Milan Tod. Unglückliche Szene für Christoph Haas, der den Ball da nicht gut parieren kann. Zuerst Stückler, der mit dem Ball nach vorne. Dann scheitert Sandro Schendl und Milan Tod steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Somit geht es mit einem 1:1 in die Pause. Und danach sollte sich nicht nur das Spiel, sondern auch das Wetter drastisch ändern. Strömender Regen in der Südstadt. Und diesem Regen war es geschuldet, dass bis zur 58. Minute wenig bis gar nichts los war. Aber dann ein schnell ausgeführter Konter der Grazer und das 2:1 durch Christoph Lang. Er kurz vor diesem Tor erst eingewechselt, wird da von seinem Mitspieler Milan Tod gut in Szene gesetzt. Die Ablage Christoph Lang mit dem Treffer. Danach passierte dann nicht mehr viel. Die Admira war bedacht, diesen Ausgleichstreffer zu erzielen. Hier der Schuss von Martin Rasner, aber der deutlich übers Tor. Keine Gefahr für das Tor von Christopher Giuliani. Hier sehen wir nochmal, da fehlte doch einiges und das war ein Schuss für die Südstädter Galerie. Nächste Gelegenheit in der Schlussphase dieser Partie, Minute 82. Sturm Graz 2 stellt da die Räume sehr eng und das keine Gefahr für Christopher Giuliani. Kurz vor Schluss mit der praktisch letzten Aktion dieses Spiels hatten die Grazer dann nochmal die Möglichkeit, alles klar zu machen. Hier setzt sich Milan Tod nochmal richtig gut durch, erobert den Ball. Dann fällt er zu Boden, Christoph Lang mit der Schussmöglichkeit. Aber die Pfeife des Schiedsrichters, die bleibt stumm, denn hier sehen wir es, kein Elfmeter. Und der Schuss von Lang nur hauchdünn neben das Tor. Am Ende gewinnt Sturm Graz 2 mit 2:1 gegen die Admira und fährt nach 3 Niederlagen in Serie endlich wieder 3 Punkte ein. Man hält sich die Abstiegszone vorerst vom Leib und das stimmt auch den Trainer der jungen Blackies durchaus zufrieden. Ja, Thomas Hösele, wie gut tun diese 3 Punkte heute? Ja, klarerweise sehr gut. Nach der Niederlage im letzten Spiel gegen die Young Violets, wo wir richtig, richtig gut gespielt haben, am Ende dann sogar noch verloren haben, tun die Punkte natürlich da auswärts bei der Admira sehr gut. Was war der Schlüssel zum Sieg heute? Auch die Moral, dass man nach dem Rückstand zurückgekommen ist? Ja, ganz sicher. Also ich denke, dass die erste Halbzeit noch relativ ausgeglichen war und geholfen hat uns dann sicher, dass das Tor zum 1:1, der Ausgleich, mit dem wir dann in die Kabine gehen konnten. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit, dann ist der Sieg hochverdient. Ich glaube, wir haben
fast gar nichts zugelassen von der Admira. Haben aus meiner Sicht viel Ballbesitzphasen gehabt. Zu wenig dann auf dem Endzweck aus gewesen, aber trotzdem unterm Strich für mich ein völlig verdienter Sieg. Reden wir über Milan Todd, der steht derzeit immer richtig, oder? Heute ist er das eine Mal richtig gestanden, aber ich denke an das letzte Spiel gegen die Young Violets, das ist jetzt keine Kritik, aber ich denke, da hätte er die Führung in der Torschützenliste ausbauen können, hatte einige hochkarätige Chancen, aber ja, wichtig ist, er kommt zu den Torchancen, er ist immer am richtigen Fleck und heute, Gott sei Dank, hat er auch getroffen. Wie wichtig ist der Sieg auch im Hinblick darauf, dass man gar nicht erst da unten hineinrutscht? Naja, jeder Sieg. Für uns ist jedes Spiel immens wichtig in dieser Liga. Alle Spiele sind auf Augenhöhe, sind sehr knapp. Auch die Spiele, die wir verloren haben, da war durchaus fast in jedem Spiel mehr drinnen. Aber auch die Spiele, die wir gewonnen haben, gab es Phasen, wo das Spiel in eine andere Richtung gehen hätte können. Jeder Sieg tut gut und die 3 Punkte hier auswärts bei der Admira besonders. Nächste Herausforderung dann kommende Woche gegen den FAC. Wie groß wird die? Ähnlich große Herausforderung, schwieriges Spiel. Es wird wieder auf Details, auf Kleinigkeiten ankommen und wir werden versuchen, diese Details auf unsere Seite zu bringen und wieder erfolgreich zu sein. Perfekt.